Leistung am Donnerstag in Olten ist Kloten endlich mal zur Diskussion gestanden für den ZSC. Ein hängiges Problem hat der Kloten-Trainer Conny Evensson bereits vor dem Spiel bereinigen. Der im antreitenden Job als Nationaltrainer hat er, wie eben gehört, abgelehnt, weil er sich hundertprozentig auf seine Aufgabe als Kloten-Trainer konzentrieren will. Kloten ZSC mit dem Benny Thunherr. Seit dem Abgang von Arno Del Curto hat sich beim ZSC vor allem eines geändert. Goalie Nummer 1 ist nicht mehr Simmen, sondern der um 8 Jahre jüngere Daniel Riesen. Riesen, 26-jährig, hütete auch heute im 67. Zürcher Derby das ZSC-Tor. Von allem Anfang an gerieten Klotens Hollenstein und ZSCs Zehnder aneinander. Dafür jetzt gab es 2 Minuten gegen Hollenstein schon nach 46 Sekunden. Und dafür jetzt gab es sogar 5 Minuten gegen Zehnder in der 4. Minute. Hollenstein ging vom Eis und kam erst im 2. Drittel wieder. Fünf Minuten also gegen Zehnder, das ist der Beginn dieser langen Überzahlphase. Der Klotener, der ZSC, holte Atem mit Weber, mehr noch. Er ging in Unterzahl in Führung. 1:0 für den ZSC mit einem Mann weniger auf dem Eis. Torschütze Christian Weber. Ein Prachtschuss. Doch erst die Hälfte von Zehnders Strafe war abgelaufen. Die Klotener also immer noch in Überzahl. Eldebrink. Johansson lenkte ab. Ausgleich zum 1:1. In der Wiederholung noch einmal deutlich zu sehen, wie Johansson, der andere Schwede, des ersten Schweden Eldebrinks Schuss noch ablenkte. Jetzt. Der deutsche Headschiedsrichter Bernd Schnieder pfiff ohne Rücksicht auf Namen und Meriten und schickte völlig richtigerweise schon in den ersten 10 Minuten 6 Spieler auf die Strafbank, je 3 pro Team. Klotens Hollenstein fehlte nach dem 10. Foul für den Rest des Startdrittels. Schlagenhauf fehlte sowieso schon von Anfang an, doch die jungen Klotener sprangen in die Bresche und Patrick Della Rossa schoss das 2:1 in der 16. Minute. Ausgerechnet Patrick Della Rossa war erfolgreich, ausgerechnet deshalb, weil er es war, der den zeitweise verletzt ausgefallenen Hollenstein ersetzte, sonst wäre er gar nicht zum Einsatz gekommen. 2:1 für Kloten nach dem ersten Drittel. Conny Evensson, der sein Schweizer Engagement also wie gehört im Frühjahr weder bei Kloten noch mit der Nationalmannschaft verlängern wird, dürfte einigermaßen zufrieden sein. Auch im 2. Drittel wurde mit harten Bandagen gekämpft. Dafür gab es 2 Minuten gegen Johansson. Gegen den jetzt immer größer werdenden ZSC-Druck half bei Kloten fast nichts mehr. Aber nur fast. Pavoni war immerhin noch da. Veit Pavoni. Der Nationalhüter unter Dauerdruck. Priachin, der Ausgleich in der 30. Minute. 2:2. Das 2:1 für die Klotener war eine schwedische Koproduktion gewesen. Das 2:2 des ZSC hier eine russische Koproduktion. Pass Jeremin, Tor Priachin. Ein Unentschieden, das normale Derby-Resultat in diesem Winter. Sämtliche 3 Derbys in dieser Saison mussten ja schon verlängert werden. Dann aber Roger Meyer, 3:2 für Kloten. Ebenfalls noch in der 30. Minute. Das Unentschieden hatte nur 24 Sekunden lang Bestand gehabt. Sehr schön in der Verlangsamung zu beobachten, wie der kommende Torschütze trotz größten Bemühungen nicht gehalten werden konnte. Dann der ZSC wieder in Überzahl. Priachin, Töni, Jeremin, Priachin und Jeremin schließlich der Torschütze zum 3:3, zum neuerlichen Ausgleich in der 35. Minute.
Gut, dass Powerplay der Stadtzürcher also die zwei Treffer in Überzahl erzielten, den anderen dritten in Unterzahl dazu. Und das ist das 4:3 für den ZSC im letzten Drittel in der 49. Minute durch Claudio Micheli. Auch er auf dem Matchblatt an sich nicht in den ersten drei Blöcken angeführt. Die Reaktion der Klotener. Johansson 4:4, nur eine Minute später. Fazit dieses Tores, die vierte Verlängerung im vierten Derby des Winters. Und das Fazit der Verlängerung, es blieb beim 4:4 und damit beim dritten Unentschieden. Die vierte Begegnung ZSC Kloten hatte Kloten ja mit einem Tor in der letzten Sekunde der Verlängerung gewonnen. Heute aber wieder unentschieden 4:4. Kloten bleibt in diesem Winter zu Hause weiterhin unbesiegt. Zug gegen Biel oder der Eishockey-Professor Schinding gegen den Prager.